Die Zentralbanken haben ihre Unabhängigkeit verloren und ihre Kernaufgabe verloren. Die Kernaufgabe der Geldstabilität und der Zinsstabilität. Jetzt sind wir bei 10,4% Inflation und ein Hauptschuldiger dabei ist die Zentralbank. Denn die Zentralbankbilanzen, auch gerade auf europäischer Basis bei der EZB, haben sich während der Pandemie verdoppelt. Es gibt zig Klagen, dass der Goldpreis manipuliert wurde, doch die Klagen sind nicht in dem Umfang, dass die Profite, die dadurch erwirtschaftet werden, wettgemacht werden. Wenn wir alle verstehen würden, dass wir alle Menschen sind, dann würden wir keine Kriege mehr führen. Und mein Wunsch ist also zum einen, dass wir den Menschen wieder als Mensch betrachten und jegliche Meinung zulassen, dass wir zu einer Diskussionskultur zurückkommen. Eine gottlose Welt bedeutet auch zeitgleich eine Welt, in der Mensch oder Maschine letzten Endes gleichzustellen sind. Heute war ich einmal der Gast, und zwar bei der Epoch Times. Das ist die viertgrößte Mediengruppe der Vereinigten Staaten und in Deutschland mit einem Sitz in Berlin. Ich habe mich wirklich darüber gefreut, dass dort noch investigativer Journalismus stattfindet, vor allem kritisch gedacht und gefragt wird. Bei der Epoch Times geht es vor allem darum, dass mir Fragen gestellt wurden in diesem Gespräch, wie ich die Entwicklung des Great Reset, der Zentralbanken und weiterer finanzpolitischer, kritischer Themen sehe. Ich habe dort sehr offen gesprochen und ich hatte das Gefühl, dass es eine der letzten lebenden Medienhäuser und Zeitungen ist, denen man wirklich noch trauen kann, dass man beide Seiten beleuchtet. Denn auch während der Pandemie hat man sich dort beide Seiten angehört. Und genau das ist der Diskurs, den wir wieder brauchen, damit wir nicht nur schwarz oder weiß, sondern auch etwas dazwischen finden. Ich freue mich sehr, wenn Sie das heutige Gespräch genießen. Wenn Sie die Epoch Times unterstützen möchten, finden Sie unter dem Video den Link zu Epoch Times. Die Epoch Times finanziert sich durch die Abonnenten, die die Printmedien bzw. das Online-Medium nutzen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir derartige kritische und investigative Journalisten unterstützen können. Denn bereits jetzt wechseln einige Menschen aus den Öffentlich-Rechtlichen zu Epoch Times. Und jetzt geht's los. Genießen Sie das Interview und schreiben Sie gerne in die Kommentare, wie es Ihnen gefallen hat. Guten Tag, meine Damen und Herren. Was haben Privathaushalte und Unternehmen zu erwarten, wenn Inflation und exorbitant hohe Energiekosten nicht nur kurzfristige Erscheinungen sind? Wohin steuert die deutsche Wirtschaft, wenn eine Krise auf die nächste folgt? Was hat es mit der Agenda 2030 auf sich? Und wie kann man sich selber in Krisenzeiten absichern? Hierzu freue ich mich, heute Herrn Dominik Kettner begrüßen zu dürfen. Herr Kettner ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Kettner Edelmetalle, das zu den Marktführern der Edelmetallbranche zählt. Zudem betreibt er den größten Edelmetall-YouTube-Kanal in Europa, auf dem er insbesondere finanzpolitische Themen behandelt und seinen Zuschauern Tipps für Krisenzeiten gibt. Herzlich willkommen, Herr Kettner. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Hallo. Erlauben Sie mir am Anfang eine kritische Nachfrage. Auf Ihrem YouTube-Kanal sprechen Sie viel über Krisen und auch potenzielle Gefahren wie Blackouts und Enteignungen. Gold hingegen ist in Krisenzeiten immer ein relativ sicherer Hafen. Sie als Goldhändler, profitieren Sie durch die Alarmbereitschaft oder die erhöhte Alarmisierung Ihrer Zuschauer dadurch, dass Sie mehr Umsatz machen? Ich sage tatsächlich ja, und zwar ganz einfach deswegen, weil die Regierung alles dafür tut, dass die Menschen nach Alternativen suchen. Und wer jetzt sagen möchte, das ist ja unfair, der muss auch verstehen, dass wir bereits seit 11 Jahren diese Tendenzen erkannt haben und für uns schon immer in der Familientradition Gold eine wichtige Rolle gespielt hat, wie es auch schon in allen Hochkulturen 6000 Jahre der Fall war. Wenn man versteht, dass 3400 Währungen über 3400 Währungen hinweg eine Halbwertszeit einer Papiergeldwährung, also einer Fiat-Geldwährung, nur 27 Jahre ist, dann versteht man auch, dass wir eine sichere Alternative in unserem Geldsystem brauchen und eine sichere Währung. Und Gold war diese Währung. Aus diesem Grund haben wir begonnen, mit Gold zu handeln. Das ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern eben dann auch ein Unternehmen entstanden. Mittlerweile auch fast 40 Mitarbeiter, auf das wir sehr stolz sind. Also wir haben auch eine soziale Verantwortung und selbstverständlich profitieren wir in Zeiten der Unsicherheit, der Inflation, weil die Menschen nun mal auch verstehen, dass wenn Geld die Kaufkraft verliert, indem es immer mehr gedruckt wird von den Zentralbanken, dass es eine Sicherlösung braucht, die nicht x-beliebig vermehrbar ist. Und hier ist Gold nun mal eine der wenigen Antworten, die in diesen Zeiten auch noch eine Lösung darstellt. Deswegen sehe ich es nicht als kritische Frage. Im Gegenteil, es ist Teil dessen, was wir tun. Und wir freuen uns natürlich darüber, dass wir mit dem Geschäftsmodell den Nerv der Zeit treffen. Wir wissen aber auch, dass es Zeiten geben wird, in denen der Staat diese Branchen in den Fokus nimmt. Und die ersten Einschläge sind gerade passiert. Nämlich ist Silber jetzt nicht mehr differenzbesteuert, also vergünstigt im Angebot, sondern es geht jetzt so weit, dass der Gesetzgeber sich entschieden hat, 19% Regelbesteuerung pauschal auf Silber anzuwenden. Was bedeutet, dass unsere Branche kurzfristig mal der
Allerwerteste auf Grundeis ging. Mhm. Denn viele Händler hatten Sorge und haben es auch aktuell noch, dass rückwirkende Besteuerungen bis ins Jahr 2014 womöglich passieren könnten, was über Nacht die ganze Branche vernichten kann. Wenn Sie jetzt gerade schon die Zentralbanken angesprochen haben, die spielen ja im Rahmen von Inflationen immer eine ganz besondere Rolle. Was haben Sie denn jetzt für Verhalten in letzter Zeit bei den Zentralbanken beobachten können? Und wie wirkt sich das auf den Geldwert und auch auf den Goldwert aus? Das sind viele und auch gute Fragen. Die Zentralbanken selbst sind, glaube ich, in der heutigen Zeit ein großer Teil des ganzen Problems. Denn die Zentralbanken haben ihre Unabhängigkeit verloren und ihre Kernaufgabe verloren. Die Kernaufgabe der Geldstabilität und der Zinsstabilität ist letzten Endes nicht mehr im Fokus. Wenn eine Christine Lagarde sich öffentlich bekennt, das World Economic Forum besucht und letzten Endes einer KI sich selbst bedient, die sich Aladdin nennt und von einem der größten Finanzkonzerne dieser Welt gesteuert ist, nämlich BlackRock, dann muss man schon die Frage der Neutralität stellen. Genauso wie die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten heute keine öffentliche Bank ist, sondern eine Privatbank. Auch das muss man verstehen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Zentralbanken ihrer Aufgabe nicht nachkommen und im Gegenteil sogar eine große Agenda verfolgen, nämlich eine Agenda der CBDCs. Und das ist das, was über all dem schwebt, was derzeit um uns herum passiert, warum sich die Menschen oft nicht erklären können, wie die Dinge passieren. Die CBDCs sind die sogenannten Central Bank Digital Currencies, also Zentralbankwährungen, die eben digital sind. Und in China ist es so, dass mittlerweile 260 Millionen Menschen an digitale Wallets angeschlossen sind bei der Zentralbank. Zwar nur mit kleinen Beträgen, aber es wird schon aktiv verwendet. Und die europäische, aber auch die amerikanische Zentralbank arbeitet eben massiv schnell darauf hin, dass alle Europäer sich mit einem Wallet oder mit einer digitalen Geldbörse an der Zentralbank ankoppeln, um eben eine einheitliche, kontrollierbare Struktur zu schaffen, was die größte Gefahr für unsere Freiheit in der aktuellen Gesellschaft ist. Um noch einen kleinen Satz dran zu hängen, die Zentralbanken verfehlen die Aufgabe, weil die Staaten auch in der Pandemie letzten Endes dahin gegangen sind und nur noch eine Antwort auf alle Probleme hatten, nämlich Geld drucken, Geld drucken, Geld drucken. Die Zentralbanken liefern den Staaten günstige Kredite, was wiederum zu Inflation führt. Und dieses Geld, wenn es dann in den Umlauf durch Konsum gerät, befeuert die Inflation. Jetzt sind wir bei 10,4% Inflation. Und ein Hauptschuldiger dabei ist die Zentralbank. Denn die Zentralbankbilanzen, auch gerade auf europäischer Basis bei der EZB, haben sich während der Pandemie verdoppelt. Kein Wunder, dass wir dann in eine Inflation hineinsteuern, die sich vielleicht auch bald nicht mehr kontrollieren lässt. Gibt es da Auswirkungen auch auf den Goldpreis oder ist der Goldpreis oder der Goldwert davon losgelöst? Wichtige Frage, denn man muss verstehen, wer die größten Goldkäufer der Welt sind, netto, im physischen Bereich. Das sind die Zentralbanken. Und auch wenn die Zentralbanken die Inflation befeuern, aber zeitgleich ihre Reserven an Gold nach und nach erhöhen, was derzeit passiert, wir sind auf weiteren Rekordniveaus, was die Nachfrage der Zentralbanken betrifft, dann verstehen die Zentralbanken, dass man durch Inflation die Bevölkerung enteignet und auf der anderen Seite sich die Speicher mit Gold füllt, um sich selbst vor diesem Phänomen zu schützen. Und es befeuert den Goldpreis, zumindest in den Köpfen der Menschen, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt. Aber in Wirklichkeit ist das nicht der ausschlaggebende Punkt für den Goldpreis, den wir täglich an den Börsen und in der Zeitung sehen, sondern dieser Preis bildet sich an den Rohstoffhandelsbörsen, beispielsweise die COMEX in den USA oder die Shanghai Gold Exchange in Shanghai, ein Pendant zur COMEX. Doch der wichtigste Markt ist, wie gesagt, die COMEX. Und die COMEX handelt dort wenig physisches Gold und viel mehr Futures und ETFs, also sozusagen Wetten auf steigende oder fallende Preise. Und da dieser Markt viel umfangreicher und größer ist und dort Player wie Goldman Sachs, JP Morgan, aber auch die Fed Einfluss nehmen, kann man über diesen Markt den Goldpreis kontrollieren, manipulieren. Es gibt zig Klagen, dass der Goldpreis manipuliert wurde, doch die Klagen sind nicht in dem Umfang, dass die Profite, die dadurch erwirtschaftet werden, wettgemacht werden. Dimitri Speck, ein sehr guter Freund von mir, hat ein spannendes Buch geschrieben, 2004 schon, Geheime Goldpolitik. Und dort beschreibt er nachweislich, inklusive einem Gerichtsverfahren, das geführt wurde, dass der Goldpreis manipuliert wurde und wird. JP Morgan, 960 Millionen Dollar Klage, weil der Silberpreis manipuliert wurde. Das heißt, wenn die systemrelevanten Investmentbanken die Preise manipulieren, damit die Zentralbanken sich günstig Gold in die Speicher legen können und die Menschen mit Gold im ersten Moment gefühlt keinen Inflationsschutz mehr haben, sorgen dafür, dass dieses Gesamtbild von einem stabilen Geld, also Gold, 6000 Jahre Tradition, nicht mehr existiert. Aber Gold wird dann
wieder die wahren Preise und den wahren Wert zeigen, wenn die Inflation außer Kontrolle gerät. Und das passiert jetzt gerade und deswegen wird der Goldpreis zu einem gewissen Punkt ausbrechen in einem Umfang, dass diejenigen, die noch nicht vorbereitet sind, nicht mehr die Chance haben werden, sich zu schützen. Sondern nur die, die es jetzt in den vergangenen Jahren zu günstigen Preisen getan haben. Unsere Kunden schätzen die aktuell günstigen Preise. Und ich sage auch, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren neue All-Time-Highs sehen werden, weit über die 2.000 Dollar hinaus. Ich rechne mit 3.000 bis 4.000 Dollar Goldpreissteigerung. Das ist kein Verkaufsargument. Das ist, wenn man auf die Geschichte zurückschaut und sich anschaut, wo die Inflation sich hinentwickelt hat, der Goldpreis, die Geldmenge und die Wirtschaft steht, eigentlich sogar noch konservativ betrachtet. Ich kenne andere namhafte Experten in dem Sektor, die Preise im fünfstelligen Bereich sind. Ja. Gibt es denn überhaupt noch eine Chance, diese Inflation aufzuhalten, Ihrer Meinung nach? Könnte man irgendwas dagegen tun? Es gibt die Möglichkeit. Die Zentralbanken haben ja mittlerweile durch das Quantitative Easing begonnen, jetzt eine Kehrtwende einzuleiten. Und zwar ist die Zentralbank-Tendenz aktuell jetzt Zinsen zu erhöhen. Also man hat es ja jetzt gerade wieder gesehen, die Fed hat die Zinsen um 0,75 Basispunkte erhöht. Auch die EZB hat es vor kurzem das erste Mal gemacht. Der größte Zinsschritt, seit es die EZB gibt. Das heißt, man möchte den Menschen suggerieren, man kämpft gegen die Inflation an. Doch solange die Inflation höher ist als das Zinsniveau, haben wir immer noch einen negativen Realzins. Und dieser negative Realzins ist nun mal der Faktor, warum Gold gut performt. Denn Gold um die 0% sichert eben das Geld ab und macht dann real immer noch Zuwächse. Und um Ihre Frage zu beantworten, gibt es einen Weg, die Inflation zu bekämpfen? Selbstverständlich, wir müssen weg von der ultralockeren Geldpolitik. Wir müssen weg von dieser Handhabe, die die Zentralbank und die Staaten gelernt haben, alles und jeden zu retten. Wir müssen zurück in ein stabiles Geldsystem. Es gab Geldsysteme über Jahrhunderte und auch Jahrzehnte, jetzt gerade, wenn man ins letzte Jahrhundert zurückschaut, die stabil funktioniert haben, weil sie goldgedeckt waren. Als ein Beispiel, muss aber nicht der einzige Weg sein, wie ein stabiles Geldsystem aussehen kann. Ich bin Anhänger der österreichischen Schule und da gibt es verschiedene Theorien. Mises hat das bereits schon vor über 100 Jahren erkannt. Ja. Besteht denn jetzt wirklich ein wahrscheinliches Risiko, dass unsere Fiat-Währung komplett zusammenbricht und dass vielleicht auch Edelmetalle wie Gold und Silber wirklich wieder Zahlungsmittel werden können? Oder ist es eher wahrscheinlich, dass eine andere Währung an dessen Stelle tritt? Also wir sehen das Beispiel Venezuela. Nach einer Hyperinflation im Osten Venezuelas gibt es sehr viele Goldminen. Und dort ist es so, dass die Supermärkte, gibt es Bilder, kann man im Internet mal nachrecherchieren, wo die Menschen Gold in die Supermärkte mitbringen und es wird aufgewogen, damit man einen gewissen Gegenwert hat. Die tauschen dort mit Gold Nuggets. Das heißt, die Frage ist, wird Gold irgendwann im Supermarkt XY als Zahlungsmittel funktionieren? Davon gehe ich nicht aus. Ich gehe davon aus, dass es zu Tauschszenarien kommt. Egal in welchem Krisenszenario das Sie ansprechen, ob es jetzt der Blackout ist, wo wir ein Tauschmittel brauchen, was nicht digital ist, ob es eine Hyperinflation ist, wo es Geld entwertet und man ein stabiles Geld braucht, ob es eventuell die Möglichkeit ist, dass Sie also in einem digitalen Geldsystem nicht mehr anonyme Zahlungen und Transaktionen leisten können und Sie eben ein Tauschszenario brauchen. In all diesen Szenarien wird Gold immer ein Tauschmittel sein, so wie es seit 6.000 Jahren ist. Ob Gold als Geld gewünscht ist, nicht in dieser Dekade und nicht in diesem System, nicht unter diesen Machenschaften. Denn die Ideologie ist ganz klar, wir brauchen eine digitale Welt, eine Verschmelzung von Maschine und Mensch, eine Zentralbankwährung, die sich kontrollieren lässt, Vermögensregister, all diese Themen spielen heute in der Zeit rein und die funktionieren nur mal auf einer digitalen Ebene. Wenn Sie mir jetzt Geld in die Hand drücken und der Staat davon nichts mitbekommt, dann ist diese Transaktion ein Dorn im Auge. Das ist auch der Grund des großen Kampfes gegen das Bargeld und ich bin ein riesiger Befürworter, dass wir so viel Bar bezahlen, wie es geht. Nicht, weil ich was zu verbergen habe, sondern weil Bargeld geprägte Freiheit ist. Wenn wir jetzt einen Blick werfen auf die Wirtschaft, über 99% der deutschen Unternehmen sind kleine und mittelständische Unternehmen. Die sind ja auch sehr stark von den hohen Energiepreisen und auch von der Inflation betroffen, weil die Produktionskosten auch steigen. Wie sehen Sie denn jetzt so die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, gerade der KMU, in den nächsten 6 bis 12 Monaten? Also wir bedienen sehr viele Mittelständler. Und dadurch habe ich auch ein riesiges Netzwerk, bin sehr aktiv auch in diesem Kreis, war gerade wieder auf einem Vortrag bei einer Business Night vor Mittelständlern. Und die Entwicklung ist dramatisch. Es gibt Unternehmen, die bereits jetzt schon die Insolvenz einreichen, weil die Energiekosten dafür sorgen, dass die Handelsspannen nicht mehr die Rentabilität des Unternehmens darstellen. Die Unternehmen können die Inflation nicht ausgleichen durch die Gehälter. Und zeitgleich sind wir als deutscher Industriestandort für die Ausländer, für ausländische Investoren nicht mehr interessant.
Wenn man mal ins Ausland, nach England, egal wo, außerhalb der Europäischen Union schaut, es wird über Deutschland förmlich gelacht. Die Menschen schütteln den Kopf, die können nicht verstehen, warum unsere Regierung uns als viertgrößte Industrienation mit USA, Japan und Großbritannien letzten Endes und China, dass wir in einer Art und Weise vernichtet werden, was mich persönlich wirklich emotional werden lässt. Denn nicht nur die Energieversorgung ist ein maßgeblicher Punkt, der zerstört wird, sondern vor allem auch die Verlässlichkeit auf die Zukunft. Wenn wir uns als Beispiel mal ein Land anschauen, das mittlerweile durchdigitalisiert ist, wie Dubai. Dort gibt es einen 20-Jahres-Plan. Man weiß, es soll die und die Entwicklungen geben. Man weiß, hat man eine Stabilität im Steuersystem. All diese Entwicklungen haben wir in Deutschland nicht mehr. Es könnte jeden Tag ein neuer Hammer kommen. Und das ist auch der Grund, warum viele Unternehmer mittlerweile das Weite suchen. Ich habe sehr viele meiner Kunden in den letzten Jahren ins Ausland gehen sehen. Und verschuldet der deutsche Staat. Und ich glaube, es ist auch ein Bestandteil, ein Puzzleteil, den es braucht, um diese Agenda durchzusetzen. Die Zerstörung, Deindustrialisierung des Mittelstandes, BASF, die nun in China Arbeitsplätze aufbauen als einer der größten deutschen Arbeitgeber und die jetzt in Deutschland Arbeitsplätze abbauen. Oder auch wir haben reihenweise Beispiele von Unternehmen, die keine Rolle mehr in Deutschland spielen, die jahrzehntelang aber zu den wichtigsten Konzernen der Welt gehörten. Unter den 100 größten Aktiengesellschaften der Welt ist kein einziges deutsches Unternehmen mehr. Wir hatten im Schnitt 20 Unternehmen in diesen Listen. Ja? Und das zeigt eigentlich, dass diese Deindustrialisierung nicht irgendwie mehr in der Zukunft passiert, sondern wir befinden uns mittendrin. Ich habe nächste Woche ein spannendes Gespräch mit Herrn Wolfgang Krupp von Trigema. Für mich einer der mutigen Vorzeigeunternehmer, der es trotz dieser Widerstände und der erhöhten Preise und all dem, was um uns herum passiert, geschafft hat, den deutschen Wirtschaftsstandort zu stärken. Und diese Menschen sterben nach und nach aus. Nicht im Sinne des wirklichen Lebens, sondern im Sinne der Möglichkeiten, die man in Deutschland hat. Und wir sehen selbst, wie schwierig es für uns als Unternehmen ist. Natürlich haben wir eine klare Kante und auch eine gewisse kritische Haltung, was dafür sorgt, dass wir nicht jedem gefallen. Aber ich glaube, diese Entwicklung ist nicht gesund und der Mittelstand wird in den nächsten 3 bis 6 Monaten, vielleicht in den nächsten 12 Monaten sehr stark ausgedünnt. Ich behaupte, 50% der Unternehmen wird es nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in dieser Form geben, wie sie heute existieren. An dieser Stelle würde ich ganz gerne zitieren. Im Jahre 2030 werden Sie nichts besitzen und glücklich sein. Werden Sie glücklich, wenn Sie nichts besitzen? Das Buch sollte man unbedingt gelesen haben, um zu verstehen, wie krank diese Gedanken sind. Denn Klaus Schwab als Gründer des World Economic Forums, des mächtigsten Wirtschaftsforums der Welt, der das in den 70er Jahren bereits ins Leben gerufen hat und sich seither in Davos mit seiner elitären Gruppe trifft, wenn man sie so bezeichnen darf, dem sogenannten digital-finanziellen Komplex der gesamtheitlichen Weltführungsriege, hat mit diesem Gedanken eine selbsterfüllende Prophezeiung in die Köpfe der Menschen gesetzt, die Menschen lähmen soll und die Menschen verängstigen soll. Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Vielen in diesen Eliten wird derzeit bewusst, dass das Ruder aus den Händen rutscht, dass denen das Seil entgleitet. Wir merken ja, wie unzufrieden die deutsche Bevölkerung ist. 44% der Menschen wären bereit zu protestieren und zu demonstrieren. Zeitgleich sagt unsere Außenministerin Annalena Baerbock, wir werden dafür sorgen, dass die innere Stabilität gewährleistet ist. Die Bundeswehr wird bereit gemacht, für innere Unruhen vorbereitet. Es zeigt also ganz klar, um die Frage zu beantworten, die Menschen möchten nichts besitzen und glücklich sein. Die Menschen haben natürlich das Streben, sich einen Wohlstand aufzubauen und auch für ihre Leistung, die sie erbringen, sich ein gutes Leben zu wünschen und zwar eigenen Besitz. Die Tendenz geht aber ganz klar dahin, und das ist die gefährliche Entwicklung, dass es auch seitens vieler Großkonzerne diese Modelle nicht mehr geben wird. Apple hat angekündigt, sie überlegen sich ein Modell, wo man das Gerät nicht mehr kaufen kann, sondern nur noch ratierliche Zahlungen hat. Und die Plattformindustrie ist quasi der Gamechanger in dieser Entwicklung, dass uns irgendwann nichts mehr gehört, sondern dass alles nur noch gemietet, geleast wird oder eben auf Pump finanziert wird. Und diese Entwicklung ist sehr gefährlich. Und nein, ich werde 2030 immer noch was besitzen und glücklich sein. Dafür kämpfe ich und stehe ich jeden Tag ein. Wenn wir jetzt gerade schon über den Great Reset zu sprechen kommen, sehen Sie dahinter besondere Interessen oder eine besondere Ideologie, die damit verbunden ist und die umgesetzt werden soll? Es gibt ganz viele ideologische Ansätze auf allen Ebenen aller Lebensbereiche, ob es die Nahrung ist, dass wir kein Fleisch mehr essen sollen. Ich persönlich bin ohnehin Vegetarier, aber grundsätzlich in diese Lebensbereiche, in die derzeit eingegriffen wird, unter der Ideologie eines
im Turbokapitalismus versteckten kommunistischen Systems, das mehr oder weniger aus China in die westliche Welt transferiert und transportiert werden soll, ist das Gefährlichste daran. Denn verbunden mit einem digitalen Geldsystem, das ich bereits eingangs angesprochen habe, und der Haltung, dass die Menschen nur noch in einem universellen Grundeinkommen abhängig vom Staat sein sollen, ist eine so gefährliche Kombination, wie wir sie in dieser Form noch nie erlebt hatten. Denn da, selbst Marx hätte es als tolles Beispiel geschätzt und wahrscheinlich auch bewundert, mit diesen Mechanismen zu arbeiten. Die gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie, zumindest nicht in der Geschichte der Aufzeichnung der Menschen, dass wir in einer digitalen Form es schaffen, Menschen in ein kommunistisches System verkappt im turbokapitalistischen Mantel haben und eine Elite von vielleicht 1000 bis 2000 Menschen weltweit dieses Zepter in der Hand halten und die Menschheit für sich versklaven wollen. Um nichts anderes geht es. Die Machtkonzentration ist an einem Punkt angekommen, der entweder zerschlagen werden muss, und das ist jetzt sind jetzt keine linken Gedanken, sondern der letzten Endes nur dazu führt, dass wir momentan die Konzentration auf einige wenige Konzerne und die Pandemie war nämlich einer der Katalysatoren dafür gebracht haben. Und diese Entwicklung ist nicht gesund. Die Menschen haben es aber selbst in der Hand, ob sie Uber oder ein Taxi wählen, ob sie bei Amazon oder in der Innenstadt einkaufen, ob sie vielleicht ihre Mietwohnung beim Bekannten mieten oder über Airbnb. Und ich will jetzt diese Unternehmen nicht schlecht reden, denn sie haben alle ihre Vorteile, aber diese Plattformtechnologie ist ein großer Bestandteil, die kleinen Unternehmen zu zerschlachten. Und diese Entwicklung sollten wir alle zu verhindern wissen. Und es liegt an uns. Es liegt letzten Endes nur daran, ob wir in Bewegung kommen oder ob wir mit diesem Strom den Bach hinunter geströmt werden. An dieser Stelle würde ich gerne ein zweites Zitat in den Raum stellen, und zwar von dem chinesischen Staatspräsidenten. Er ist auf einer öffentlichen Rede aufgetreten und hat gesagt, wir Chinesen bilden eine Schicksalsgemeinschaft mit der ganzen Welt und werden die Reform des globalen Regierungssystems anführen. Ist das quasi der Great Reset? Ist der Great Reset die Durchsetzung einer kommunistischen Ideologie auf die ganze Welt, die aus China ausgeht? Also ein derartiges System ist nicht im innersten Herzen das, was der Mensch sich wünscht, sondern das ist das Idealbild, das seit Jahrhunderten immer wieder kommunistische Ansätze verfolgen. Und Klaus Schwab, der Gründer und Initiator dieses Weltwirtschaftsforums, ist nicht umsonst bereits in den 70er Jahren in China vernetzt gewesen und hat sich dieses Netzwerk nach und nach aufgebaut. Und Xi Jinping ist mit etlichen Bildern mit Klaus Schwab sehr eng zu sehen. Also wenn er solche Ansätze sagt oder von sich gibt, der chinesische Xi Jinping, dann bedeutet das auch zeitgleich, dass die Ideologie ganz stark damit verschmolzen ist. Denn keiner dieser machthabenden Politiker wird Aussagen wider diese Ideologie fällen, es sei denn, er ist nicht Teil dieser Ideologie. Aber man sieht ja, dass sie Teil dieser Ideologie sind. Also ja, das große Ziel ist es, ein angehauchtes, vielleicht sogar mit chinesischem Beispiel vorangehendes kommunistisches System auf digital kontrollierbarer Ebene durchzusetzen. Und hier ist Gold ein Dorn im Auge. Denn Gold lässt sich nun mal auf diese Art und Weise nicht kontrollieren. Es lassen sich zwar die Einkäufe kontrollieren, wenn man es nicht mehr bar kaufen darf. Es lassen sich auch die Verkäufe kontrollieren. Aber Gold ist anders als eine Immobilie beispielsweise nicht fest irgendwo in einem Grundbuch verankert, sondern ich kann es vergraben, ich kann es in die Hosentasche stecken. Und da ist, um nochmal die Eingangsthematik aufzufassen, auch einer der Hauptgründe, warum die Menschen eben uns derzeit aufsuchen. Karl Marx sprach ja schon von einem Kampf gegen Gott oder einem Kampf gegen Religion. Was glauben Sie, welche Rolle spielt heutzutage noch der Glaube? Und Sie selber sind, glaube ich, auch gläubig, ja? Ja. Ich war lange Zeit in meinem Leben, ich bin katholisch erzogen worden, aus der Kirche ausgetreten, als Atheist durchs Leben gegleitet und hatte ein Nahtoderlebnis, das mich in einer schweren Phase in meinem Leben, als ich sehr krank war, wieder zu Gott gebracht hat. Und ich trenne die Kirche und Gott, das möchte ich ganz klar betonen. Aber Marx als Atheist hat die Kirche, beziehungsweise hat den Glauben als ein Opium für die Menschen betrachtet. Und genau dieser Ansatz ist in meinen Augen nicht mal unwahr. Opium kann ja zum Guten und zum Schlechten verwendet werden. Und leider werden die Religionen nicht zum Guten
verwendet, um die Menschen in die entsprechende Richtung zu bringen. Zumindest nicht alle Religionen, sondern oftmals eben auch zu Gedanken, die nicht des göttlichen Glaubens oder mit dem göttlichen Glauben zu vereinen sind. Um es kurz zu fassen und Ihre Frage zu beantworten. Ja. Ich glaube, der Glauben ist ein Halt, der vielen Menschen in dieser schnelllebigen Welt verloren gegangen ist und der vielen Menschen eine Möglichkeit geben würde, wieder zu neutralisieren und auf ein sich auf Dinge zu fokussieren, die nicht materialistisch sind. Ja? Und Marx wollte genau das mit seinen Ideologien unterbinden. Und eine gottlose Welt bedeutet auch zeitgleich eine Welt, in der Mensch oder Maschine letzten Endes gleichzustellen sind. Meine abschließende Frage: Was würden Sie jedem Zuschauer raten? Wie sollte man sich auf die Zukunft vorbereiten? Es ist entscheidend, dass wir uns wieder zum Menschen bekennen, dass wir wieder verstehen, dass jeder, egal ob er geimpft oder ungeimpft ist, egal ob er Ansätze hat, die einem politisch nicht gefallen oder eben nicht, Teil unserer großen Menschenfamilie ist letzten Endes. Ich habe das von Daniele Ganser übernommen und das hat mir so gut gefallen, denn Dr. Daniele Ganser hat es mehrfach in einer Art und Weise beschrieben, wie ich es noch nie von jemandem gehört habe. Wenn wir alle verstehen würden, dass wir alle Menschen sind, dann würden wir keine Kriege mehr führen und würden nicht irgendwelche Politiker befeuern, die Menschen im Krieg töten, sondern wir würden wieder zu uns zurückfinden. Mein Wunsch ist also zum einen, dass wir den Mensch wieder als Mensch betrachten und jegliche Meinung zulassen, dass wir zu einer Diskussionskultur zurückkommen. Für den Journalismus wünsche ich mir mehr Journalisten wie Sie, die kritisch an die Themen rangehen und die alle Meinungen zulassen und nicht einer vorgegebenen Agenda folgen. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder zurück an einen Punkt geraten, an dem wir verstehen, dass nicht die Politik über unser Leben entscheidet, sondern wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und zur letzten Frage oder zum letzten Punkt auch wieder zurück ein Stück weit zum Glauben und zu unserem eigenen Urvertrauen finden. Das sind die Dinge, die heute verloren gehen durch die Schnelllebigkeit. Und ich glaube, jeder kann was dafür tun. Er kann sich mit seinem Nachbarn oder vielleicht auch mit dem Benachteiligten beschäftigen. Man kann jeden Tag etwas Gutes tun. Wenn es nur beim Über die Straße gehen ist, der älteren Dame zu helfen. All diese Dinge, die Menschlichkeit, sind verloren gegangen. Und finanziell kann man sich natürlich auf verschiedensten Ebenen vorbereiten. Es gibt nicht nur Gold, es gibt verschiedenste Alternativen. Ich bin Befürworter des Speichenprinzips. Dort spielen Immobilien, Aktien, Edelmetalle eine Rolle. Heute eben auch Kryptowährungen. Man muss verstehen, an welchen Ansatzmomenten und Zeitpunkten die richtige Anlageklasse ins Portfolio gehört und wann man entsprechend entschlagt. Das Drei-Speichen-Prinzip beschreibt das ganz schön wie ein Rad, das sich im Laufe der Zeit immer dreht. Und wenn die Speiche der Immobilien angenommen zu groß geworden ist, weil die Wertzuwächse in den letzten Jahren zu hoch sind, dann verkauft man Teile ab und schichtet sie in die günstigste Speiche um. Wenn es jetzt zum Beispiel die Edelmetalle gerade sind, dann kann man von diesem Zuwachs, der die nächsten Jahre oder vielleicht sogar ein Jahrzehnt zu sehen sein werden, profitieren und dann eben diese Zugewinne wiederum reinvestieren und in Aktien umschichten. Und dieses Rad bewegt sich recht langsam, sodass man nicht wie Markowitz, der die Bankenlehre auch stark geprägt hat, ständig umstrukturieren muss und möglichst breit gestreut sein muss und möglichst viele Provisionen für irgendwelche Verkäufe zu bezahlen hat, sondern man hat ein großes Gesamtbild und betrachtet die gesamtheitliche wirtschaftliche Ebene und finanzielle Welt. Und damit hat man auch einen recht entspannten Lebenszyklus und muss sich nicht die ganze Zeit nur um sein Geld Gedanken machen. Gold ist natürlich ein Teil des Portfolios, den ich als diese absolute Lebensversicherung bezeichnen würde. Wenn jemand noch gar nichts hat und sich einfach nur was ansparen möchte und sich nicht mit Immobilien oder Aktien beschäftigen will, weil er sagt, ich möchte mein hart erspartes Geld lediglich vor der Inflation schützen, ist nun mal Gold, aber auch Silber das ultimative Geld. Und aus diesem Grund stehe ich auch heute, jetzt nach 11 Jahren, zumindest ein kleiner Teil der Geschichte des Goldes, die über 6000 Jahre anhält, immer noch wie am ersten Tag da und bin fest überzeugt, dass Gold vielen Menschen das Vermögen und das hart ersparte Geld über diese Zeit auch hinaus retten kann. Herr Kettner, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich.